Von daher kann ich nicht mehr behaupten, was das hier wird. Was soll denn das werden? Ganz ehrlich. Ist das in irgendeiner Form da dran? Was ist das hier, ne? So? Nee. Hä? Ich weiß es nicht. Es ist, keine Ahnung, was soll das denn darstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das könnte sogar daran gehören. Ich bin mir aber nicht sicher. Und vielleicht das irgendwie da dran? Naja, nicht, ne? Keine Ahnung. Dann bleiben die richtigen Teile anscheinend auch nicht drin hängen. Wenn es dann richtig wäre. Ich habe keine Ahnung. Es wäre irgendwie praktischer, wenn die Teile eingerastet bleiben würden. Ja. Sehr doof eigentlich. Jetzt passt ja nicht. Das rum? So rum hätte das einen Sinn, aber. Dann wüsste ich nicht, wo das sitzen würde. Das passt ja gar nicht. Hä? Es ist doch alles bescheuert. Mal los. Ich weiß es leider gerade echt nicht. So kann das auch nicht passen. Ach, warte mal. Ah, Moment. Wenn das hierhin passt. Hier ist der Kopf. Oh Mann, Mann, Mann. Ich habe einen Anfang gefunden. Immerhin etwas. Aber was ist dann mit dem Ding hier? Hier unten passt das. Ah, doch. Das passt sogar. Und dann so. Hey, das war jetzt aber auch schwer. Aber jetzt passt das gar nicht mehr. Das muss da raus. Wenn ich das hier... So. Und dann das so. Das hat aber doch keinen Sinn. Doch, es ist richtig. Gut. Wir haben es geschafft. Juhu! The experiments with dead rats produce greatly contradictory results. While all the reanimated rats have supernatural physical strength, much stronger than that of regular rats, the reanimated animals suffer greatly from terrible pain and as a result behave extremely aggressively. Yet when I decided to halt the lives of these pathetic creatures and end their suffering, the Baron persuaded me not to do so. Instead, he told me he had a recipe for a remedy that would release the test subjects from their suffering without killing them. Welches sie erlösen soll. Versteht sich von selber, ne? Was können wir denn hier mitnehmen? Das Zahnrad. Und das war's dann auch. Okay, Zahnrad, Zahnrad. Das vorne im Karussell, wenn ich mich nicht täusche.
Fehlte doch ein wunderschönes Zahnrad. Bitte schön. Holy. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Das soll die leuchtende Glühbirne werden, nehme ich an. So. Ach du Jemini. Okay. Leuchtende Glühbirne erfolgreich gefunden. Die Maus, der geben wir doch ein Stück Käse. Dein Kürbisgesicht, da ist der Kürbis. Vorhängeschloss, Spinne und Flasche. Vorhängeschloss, Schloss. Spinne, Flasche. Bär und Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel, Bär. Rose und Ente. Rose, Ente. Hand und Karo Ass. Karo Ass und Hand. Und jetzt schlitzen wir das hier sich starren. Sexy. Was bekommen wir? Den Schraubenschlüssel. Ach Gott, wo waren das nochmal? War das nicht hier hinten? Hier am Bootshaus? Genau hier. Schraubenschlüssel. Ratsche, ratsche. Ratsche, ratsche. Was bekommen wir? Ein fucking Feuerlöscher. Okay. Okay. Ich sag nix. Das war das falsche Zimmer. Wir wollen durchs Kaminzimmer nach draußen. Der schläft immer noch. Und jetzt löschen wir erstmal das Feuer. Ich kann grad sagen. Puh. Die Spitzhacke muss so fest in den Deckel der Kiste geschlagen worden sein, dass der Griff abgebrochen ist. Ich brauche einen anderen Griff, um den Rest aus der Kiste zu bekommen. Wir haben einen Eisenhandschuh. Na ja, gut, dann halt nicht. Hier könnte etwas Spezielles hineinpassen. Habe ich etwas Spezielles? Nein. Ich habe Werkzeug, eine Menge Werkzeug. Das war es aber auch. Wer hätte es gedacht? Ein Spitzhackengriff. Ich kann nicht fliegen. Das Steuerrad fehlt. Ich will auch nicht fliegen. Okay, wir haben jetzt erstmal die Spitzhacke. Ich hoffe, wir bekommen die dann auch. Jawohl, sehr schön. At first, Igor insisted on experimenting on the body of a dead person, but I managed to dissuade him from that madness. Still, he persuaded me to experiment on large animals and said he had a drug to relieve their suffering. I'm afraid even to ask him where he got the corpse of a tiger from. Indeed, I'm beginning to doubt the man is sane. Okay. Ein Ventilgriff. Spitzhacke. Ventilgriff. Kann ich mit der Spitzhacke eventuell den Stein hier loswerden? Ja, wunderbar. Alter, dieser Kopf hier. What the fuck? Eine Schere. Da. Anhänger, Brief und Stern. Brief. Könnten wir jetzt am ehesten einen Brief schreiben? Wir haben jetzt ein bisschen Tinte. Aber ich sehe jetzt kein Papier gerade. Für die Schnelle. Ist da? Okay, ich sehe gerade kein Paper. A piece of paper that we need to write a letter. Ein Blatt. Ein normales Blatt. Ein dieses Blatt. Ein Steuerrad. Eine Schildkröte. Eine Schildkröte. Sehe ich nicht. Anhänger, hier ist das Stück vom Anhänger, aber wo ist die Kette? Ach da. Anhänger, fertig. Roboter. Roboter?
Schildkröte immer noch. Schildkröte. Was ist denn hier eine Schildkröte? Ist so blind? Oder versteckt sie sich zu gut? Ist sie im Schildkröten-Tarnmodus? Ich sehe sie nicht. Ach da! Sag ich doch. Ein Ball und eine Teekanne. Eine Teekanne. Hier haben wir einen Ball und hier ist die Teekanne. Handschellen und Apfel. Handschellen und Apfel. Stern und Brief. Kann ich das Ding jetzt zum Briefschreiben verwenden? Nein. Stern und Brief. Wo könnte denn ein Stern sein? Stern ist durch Papier? Nein. Ein Stern und ein Brief. Das. Nein, das geht auch nicht. Hä? Ich kann ja auch so nichts mehr machen. Hiermit könnte man zum Beispiel einen Stern ausstellen, sonst macht das Ding mit dem Auto. Ein Stern und einen Brief. Sei mal größer. Ach, das ist ein Stück Ach Gott, wirklich. Das ist ein fucking Stück Papier. Also. Head versus Wall. Aber wie kann ich denn jetzt einen Stern machen? Oder wo kann ich einen Stern machen? Was ist ja eigentlich das Ding hier? Wie kann ich einen Stern machen? Sag es mir, Spiel. Ein Stern. Ich sehe es aber auch nicht. Hier ist auch nichts, was jetzt irgendwie einen Hinweis gibt. Dass es zu einem Stern umfungiert werden möchte. Hä? Also ich stehe gerade mal wieder mega auf dem Schlauch. Ja, und auf dem Schlauch ist noch nett ausgedrückt. Ich stehe hier gerade auf der ganzen Insel und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich höre mir jetzt einfach mal einen Tipp, Leute. Hä? Da ist doch gar nichts. Das will mich verarschen. Was? Hier ist doch überhaupt nichts. Ich kann ja auch nichts aus meinem Inventar verwenden oder so. Er hat ganz klar hier hingezeigt, aber hier ist nichts. Und ich kann auch nichts nehmen, oder? Hä? Was ist das denn? Also ich glaube manchmal, das Spiel an sich selbst nicht, was es will. Der Stern scheint dahinter zu sein, aber ich komme da ja nicht dran. Ich komme ja nicht an mein Inventar. Und ich kann hier nichts nehmen, um das irgendwie aufzumachen. Also hier ist nichts Spitzes oder so. Ich kann hier drücken, was ich will. Ach, oh. Wirklich jetzt? So eine Scheißshow.